Ja, lieber Herr Kollege, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Geschichtsklitterung soll man bei Zeiten entgegentreten. Und wenn die Mythenbildung einsetzt, dann muss man widersprechen. Und die Mythenbildung setzt in dem Augenblick ein, indem Sie erzählen, dass die Arbeit der Beschäftigten der Berliner Wasserbetriebe bis 1999 auf einem technisch minderen Standard gewesen wäre, dort in irgendeiner Weise kein Know-how existiert hätte und ähnlicher Unfug. Sie haben von nichts eine Ahnung, ich sage Ihnen das ganz deutlich. Die Berliner Wasserbetriebe waren Ende der 90er Jahre als Anstalt öffentlichen Rechts eines der am besten funktionierenden Wasserunternehmen mit hochwertiger Qualität und vernünftigen Preisen. Und es war der Arzt Bertram Wieczorek, ehemaliger Staatssekretär bei Frau Merkel im Bundesumweltministerium, der 1994 dort das Ruder übernahm und bis 1990 den Vorsitz der BWB innehatte und anfing, im Auftrag des Senats von Berlin ein weit verzweigtes Beteiligungsportfolio unter dem Dach der Anstalt öffentlichen Rechts zu entwickeln. Warum auch nicht? Die Wasserkundinnen und Wasserkunden haften ja dafür. Das ist genau dasselbe Spiel, was Sie abgezogen haben in den 90er Jahren mit der Berliner Bankgesellschaft und mit diversen anderen öffentlichen Unternehmen, die Sie zu Cashmaschinen gemacht haben, verpfändet, verscherbelt oder gegen die Wand gefahren haben. Das ist CDU-SPD-Politik in Berlin gewesen und nicht die schlechte Arbeit der Beschäftigten in den Berliner Wasserbetrieben. Und mit einem haben Sie ja recht, aber auch nur mit einem. Als die Investoren gekommen sind und gesagt haben, wenn wir hier einen Preis zahlen, um damit das Haushaltsloch von 98 zu decken, wenn wir hier in Berlin einen Preis zahlen, dann möchten wir natürlich nicht diesen Unfug, diese ganzen Lasten auch noch mit am Hals haben. Und deswegen haben sie vom Land Berlin verlangt, dass es eine Zustimmung gibt, um sich von diesem Unfug zu trennen, das SVZ Schwarze Pumpe abzuwickeln, die Wassertechniktöchter abzuwickeln, sukzessive auch das internationale Geschäft abzuwickeln. Das ist passiert. Und das kann eine intelligente öffentliche Hand im Übrigen genauso. Dazu braucht man weder RWE noch Veolia. Da muss man aber schlauer sein als Sie. Und man muss sich den realen Verhältnissen in einem solchen Unternehmen mal stellen. Und gerade deswegen, weil solche Leute wie Dr. Garma hier solche Sachen reden, wie sie hier reden, misstraue ich dem, was sie hier treiben, zutiefst. Und deswegen werde ich sehr genau hingucken, was sie da treiben. Wenn Leute wie Sie, die diesen Unsinn mitverantwortet haben 1999, jetzt anfangen, ihre Lektion aus sowas gelernt zu haben, dann gruselt es mich. Und dann muss man fünfmal hingucken. Vielen Dank, Herr Dr. Lederer. Herr Dr. Garma, ich gehe davon aus, Sie möchten antworten. Lieber Herr Kollege Lederer, in einem Punkt haben Sie ja recht, es gab die eine oder andere Randaktivität, die nicht zum Kerngeschäft der Berliner Wasserbetriebe gehörte und die nicht gerade erfolgreich war, das ist richtig. Aber der Kern Ihrer Argumentation geht ins Leere. Die privaten Partner haben 99 tatsächlich angefangen, die Effizienz der betrieblichen Prozesse deutlich zu verbessern und der damit verbundene Personalabbau, der möglich werdende oder auch notwendig werdende Personalabbau, konnte also sozial verträglich und geräuschlos stattfinden. Wenn jetzt heute die Wasserbetriebe mit deutlich weniger Personal die gleiche Leistung bringen, sauberes Wasser, gutes Wasser an die Berlinerinnen und Berliner zu verteilen, dann wird dadurch deutlich, dass die Effizienz der Wasserbetriebe, die Kosten deutlich verbessert werden konnte.